Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Breezy Yachting Swiss. Ich bin auf der Sunreef 68 Supreme, Baujahr 2017. Und wir haben hier wirklich eine wunderschöne Bucht ausgesucht mit türkisblauem, klarem Wasser. Hier in Sardinien ist es wirklich Anfang September wunderschön und wirklich ein Privileg, das so machen zu dürfen. Kommen Sie mit an Bord, ich zeige Ihnen die Argumente für diesen Katamaran. Wir haben eine riesen Garage als erstes Mal mit einem Tender. Man kann bis zu zwei Jetskis reinbringen. Natürlich sämtliches Wassersport-Equipment. Die Garage geht auch tief rein. Ein Stand-Up-Paddle oder man kann auch seine Tauchflaschen, den Kompressor einbauen. Man hat hinten eine Gefriertruhe, man hat wirklich sehr, sehr viel Platz. Dann kann man, um den Tender ins Wasser zu bringen, diese Schienen auflegen auf die Badeplattform und dann über eine elektrische Winde langsam ins Wasser lassen oder eben auch wieder rausziehen. Die Garage schließt sich natürlich komplett wasserdicht, wenn man dann navigieren möchte. Ja, wenn man hier die Treppe hinaufgeht, dann sieht man auch gleich schon diesen wahnsinnigen Salon. Und das ist, weil man natürlich so eine Plattform hat, die auf den beiden Rümpfen aufgebaut ist. Und es ist wirklich eine schwimmende Villa, das Strandhaus auf dem Wasser, könnte man auch sagen. Und die Brise, die warme Brise, angenehm von Sardinien, weht hier durch den Salon. Man kann nämlich alle drei Seiten mit den Schiebetüren öffnen und es ist wirklich umwerfend. Also man fühlt sich hier so verbunden mit dem Meer, dass man fast schon poetisch wird. Und dieses großzügige Arrangement hier mit dem Sofa, hier kann man den Tisch ausklappen, man kann hier Abendessen, man hat eine Bar-Konfiguration und selbst der TV ist auf einem Mechanismus angebracht, der rauf und runter gehen kann, damit er nicht die Sicht auf die See verbaut, wenn man vorne zur Küche rausguckt. Wenn man hier an Bord ist, fehlen einem wirklich fast die Worte. Sie sehen, ich habe Mühe, mich zu artikulieren, aber es ist wirklich fantastisch. Man hat hier eine große Herdplatte, man hat einen vollwertigen Ofen, man hat bis zu 7 Kühlschränke mit an Bord. Das heißt, Sie müssen überhaupt nicht irgendwie schnell wieder in die Marina, um nachzubunkern. Sie können wirklich Tage, Wochen lang in einer schönen Bucht bleiben, wie die hier in Sardinien, in diesem türkisblauen Wasser. Und selbst für mich, wo ich doch immer wieder auf vielen Schiffen bin, sowas ist wirklich einzigartig. Diesen riesen Raum auf dem Wasser und trotzdem dieses offene Gefühl, das ist wirklich unschlagbar. Jetzt gehe ich runter in den Steuerbordrumpf, wo wir im Vorderbereich eine normale Gästekabine haben und im hinteren Bereich haben wir die Eignerkabine, die wirklich ein bisschen großzügiger ist. Und was wir hier sehen, ist das schöne große Fenster, was natürlich viel natürliches Sonnenlicht hereinlässt. Und hier haben wir eben den Unterschied mit 4 zusätzlichen Schränken und dem größeren Badezimmer mit der doppelten Waschbeckenkonfiguration und dem schönen Blick aufs Meer durch dieses Fenster, eingerahmt von den 2 Spiegeln. Und auch hier in der Dusche haben wir deutlich mehr Platz als in den Gästekabinen. Die Gästekabinen müssen sich aber auf keinen Fall verstecken. Man hat also nicht das Gefühl, dass man da irgendwie eine kleine Kabine hat. Es ist einfach, die Masterkabine hat ein bisschen mehr Platz und das ist auch gut so. Ja, auf der Flybridge haben wir wieder dasselbe, wahnsinnig viel Raum. Es ist unglaublich, wie viel Platz man hier hat und ich meine, man sieht das ja auch an dem Tisch. Hier können 10 Leute sitzen oder auch 12, wenn man hier nochmal Stühle hinstellt. Dann diese großzügige Bar auf der Seite, die schön eben gerade nicht im Weg steht. Man hat hier dann wieder einen Kühlschrank, Icemaker, einen großen Grill, wo man dann lecker Fisch zubereiten kann oder auch mal ein Stück Fleisch oder eine gebratene Zucchini oder was man halt eben so mag. Dann hat man hier einen Doppelsitz für den Steuerstand auf der Flybridge, wo man wirklich alles hat, was man braucht. Man hat die Maschinenhebel, Maschinendisplay, Anker, Zählwerk, den Volvo Penta Joystick, die Zündung, wo man an die Chips anlegen kann von Volvo Penta. Dann hat man Raymarine Autopilot, man hat hier die Schalter für die Lichter, Kompass, Multifunktionsdisplay und hier natürlich die beiden Kartenplotter. Suchlicht, Scheinwerfer hat man natürlich auch noch. Ja, alles schön platziert, schön übersichtlich und man hat wirklich den Überblick über das ganze Schiff hier und nichts, was fehlt. Was ich auch erwähnen möchte, ist, dass man mit so einem Katamaran natürlich viel näher ran an die schönen Strände kann und somit auch im untiefen Wasser sehr sicher übernachten kann.
Wir sehen hier eine große Yacht, die viel weiter draußen ankern muss und dann muss man alles mit dem Tender reinfahren. Und wenn man hier natürlich den Deckspace und Saloon-Space von einer viel größeren Yacht hat, kann man trotzdem die Vorteile von einer kleinen Yacht genießen, indem man ganz nah ranfahren kann. In jedem der beiden Maschinenräume finden Sie einen 17,5 Kilowatt Generator. Dort sind auch die zwei Volvo Penta 800 IPS Maschinen untergebracht, welche jeweils an einen Portantrieb gekoppelt sind, dank derer Sie mit dem IPS Joystick die Yacht einfach und präzise manövrieren können. IPS bedeutet auch weniger Verbrauch. Sie können zum Beispiel von Südfrankreich nach Sardinien für Diesel im Wert von 1000 Euro fahren. Andere Yachten brauchen da schon mal das Vierfache. Eine 280 Liter pro Stunde Entsalzungsanlage ist auch mit an Bord. Die vollständige Liste an Optionen finden Sie natürlich auf unserer Webseite. Jetzt, wo Sie das ganze Schiff gesehen haben, sollten wir noch kurz über das Chartergeschäft sprechen. 10 bis 15 Wochen sind absolut realistisch und in der Hochsaison können Sie bis zu 55.000 Euro die Woche verlangen. Natürlich kommen da noch ein paar Gebühren von weg, aber wenn Sie mit Running Costs von 100 bis 200.000 Euro pro Jahr kalkulieren, dann sehen Sie schnell, welches Verdienstpotenzial Sie mit so einem Schiff haben. Und die Abschreibung auf so einem Motorjacht-Katamaran sind auch deutlich tiefer als auf einer normalen Einzelrumpf-Yacht. Also das sollte man schon gut überlegen, ob das vielleicht nicht doch in Frage kommt, das Schiff zu verchartern. Sie können auch zwei Chartersaisons haben und das Schiff im Winter in die Karibik bringen. Ich hoffe, Sie haben das Video genossen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir einfach eine WhatsApp, indem Sie auf den Button unten am Video drücken. Oder schicken Sie mir eine E-Mail. Sie können mich auch anrufen. Ich bin jederzeit für Sie da.